dann starten wir mal los mit unserem Thema Identität. Unser erster Redner ist schon immer fragend durch die Welt gefahren. Er besitzt von Geburt an Glasknochen und kämpft seit Jahren für einen neuen Blick auf Menschen mit Behinderung. Wenn man sich überlegt, für ihn bedeutet sein Rollstuhl Freiheit und keine Fessel. Und wer ihn kennt, weiß, was für ein freier Mann er ist. Und sein Vortrag handelt genau von diesem Thema, nämlich der Frage, was hat eigentlich Identität mit all dem zu tun? Für uns ist es so, dass viele mediale Zerrbilder, die man so hat, von dem Behinderten als Opfer oder auch als Held, hat eigentlich wenig zu tun mit der Lebensrealität von den 1,6 Millionen Rollstuhlfahrern, sondern eher was damit zu tun, was man so als Öffentlichkeit auf die projiziert. Er ist Erfinder der Wheelmap, ein guter Kumpel von Gerald, ich freue mich auch, dass der heute da ist, Bundesverdienstkreuzträger und hat aktuell ein Buch geschrieben mit dem Titel Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Und ich freue mich auf Raul Krauthausen. Habe ich einen Klicker auf der... Ist das schon die Folie eingebaut? Ja. Okay. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich hier nach Hamburg ins Gastwerk eingeladen wurde und kommen konnte. Mein Name ist Raul Krauthausen, danke für die Vorstellung, das mit dem Bundesverdienstkreuz, das ist immer sowas, ich dachte immer, das bekommen Menschen ab 50 und ich bin irgendwie 33 gewesen, als ich das bekam und das ist, ich fühle mich zwar geehrt, aber ich identifiziere mich damit noch nicht so ganz. Genau, mein Name ist Raul Krauthausen. Ich habe vor 10 Jahren den gemeinnützigen Verein Sozialhelden gegründet. Ich habe Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert und habe jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet, später bei der ARD als Programmmanager im Bereich Online und dachte dann die ganze Zeit, vielleicht kann man irgendwie auch mal das Gelernte mit Sinnvollem kombinieren, also sinnvoll im Sinne von soziale Verantwortung übernehmen, einfach auch aufgrund meiner eigenen Biografie. Und fing dann an, mit Freunden einen Verein zu gründen, nämlich den Sozialhelden e.V. Wir sind inzwischen 8 Leute und arbeiten auch nach der Maxime, dass wir nicht mehr als 10 werden wollen, weil wir glauben, dass man mit mehr als 10 Leuten, also sagen wir zum Beispiel 20, nicht doppelt so effizient ist wie mit 10. Und einen gemeinnützigen Verein mit 20 Leuten festangestellt, das ist unglaublich teuer, vor allem wenn man das über Spenden einwirbt. Deswegen versuchen wir eher klein und effizient zu bleiben. Eine Idee, mit der wir bekannt geworden sind, das war die Idee Fantastisch Helfen. Das ist die Möglichkeit, in Supermärkten für Supermarktkunden seinen Pfandbon zu spenden. Die Idee ist 2006 von uns in Deutschland eingeführt worden, noch vor Lidl. Also falls jetzt jemand sagt, das habe ich schon mal bei Lidl gesehen, Lidl hat die Idee uns damals geklaut. Wir waren bei denen auch vorstellig. Wir haben damals keine NDAs gehabt und schwupps war das dann letztendlich deren Idee. Jedenfalls, wir sind jetzt in 400 Supermärkten mit der Idee und alleine in Berlin machen wir mit 100 Supermärkten 100.000 Euro für die Berliner Tafel pro Jahr mit Pfandbons. Diese Idee war, wie gesagt, eine unserer ersten. Und wir als Verein haben uns dann aber die Frage gestellt, what's next? Also wir funktionieren so ein bisschen wie eine Agentur, weil wir Ideen generieren, daraus eine Kampagne machen, die dann auch weiter betreiben. Also das Projekt gibt es immer noch. Aber im Sinne der Anschlussfähigkeit haben wir uns gefragt, was kann man denn als nächstes machen? Und eines Tages kam dann ein Freund von mir auf die Idee, dass er total genervt davon ist, dass er und ich uns immer im gleichen Café trafen. Und zwar das Café, das einzige, das wir kannten, das rollstuhlgerecht war. Und man kann jetzt natürlich bei Yelp.de oder .com irgendwie sich ein gutes Restaurant suchen, aber ob es rollstuhlgerecht ist, das finde ich nicht heraus im Vorfeld. Ich kann inzwischen in Hamburg den öffentlichen Personennahverkehr benutzen, relativ problemlos mit Aufzug und Rampe und keine Ahnung was. Und notfalls fahre ich einen Umweg, aber ob sich der Weg überhaupt lohnt, das weiß ich im Vorfeld nicht. Und wenn ich da anrufe in dem Laden, dann sagen die, ja, ja, natürlich sind wir rollstuhlgerecht, dann notfalls helfen wir und tragen die 3 Stufen. Nur diese 300 Kilo 3 Stufen zu tragen,
geht auch nicht so einfach. Und dann hat mir die Idee, ein Online-Projekt zu gründen, das sich wheelmap.org nennt, eine Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, auf der Betroffene selbst mit ihren Mobiltelefonen Orte bewerten können, ob sie zugänglich sind oder nicht. Und diese Wheelmap ist inzwischen auch 4 Jahre online und das größte Projekt der Welt geworden zum Thema und hat inzwischen fast 450.000 Datensätze, also Point of Interest, in der Karte und funktioniert in Deutschland inzwischen ziemlich gut. Ist aber natürlich ein Projekt, das weltweit funktioniert. Wir sind in 23 Sprachen online, aber wie das halt in Kommunikation immer so ist, nur da, wo man bekannt ist, durch Kommunikation, wird das Produkt auch genutzt. Und wir sitzen nun mal in Deutschland, sind nun mal eine kleine Unternehmung und können jetzt nicht in Japan groß Plakate kleben. Auch wenn die dritterfolgreiche Sprache Japanisch ist. Aus der Arbeit heraus an der Wheelmap, und dann komme ich zu dem Thema Identität im Spiegel der anderen, aus der Arbeit heraus an der Wheelmap haben wir gemerkt, dass sich Medien unglaublich schwer damit taten, über uns Menschen mit Behinderung zu berichten. Also sie haben es zwar unheimlich gerne getan, aber sie haben oft Metaphern verwendet, mit denen ich mich selber als Betroffener selten identifiziert habe. Und daraus ist das Projekt Leitmedien entstanden. Und ich mache mal ein paar Beispiele. Man sieht, wenn man über die Paralympics die Berichterstattung sieht oder hört oder liest oder überhaupt über Menschen mit Behinderung im Allgemeinen, wird angenommen, dass er derjenige an seiner Behinderung leidet. Über Wolfgang Schäuble konnte man lesen bei Spiegel Online 2009, dass er für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt sei. Das sind Aussagen, die meistens heterosexuelle, männliche, weiße, nicht behinderte Journalisten über Menschen mit Behinderung fällen und treffen, ohne jemals den Betroffenen überhaupt gefragt zu haben, sag mal, fühlst du dich eigentlich an den Rollstuhl gefesselt? Wenn man einen Menschen, wie zum Beispiel mich, mit Mobilitätseinschränkung fragt, ob er an den Rollstuhl gefesselt ist, dann würde ich sagen, nein, dann sieht das nämlich so aus. sondern ich würde eher sagen, dass der Rollstuhl, wie Achim ja bereits gesagt hat, für mich Freiheit bedeutet und ich ohne Rollstuhl gefesselt wäre, nämlich an Ort und Stelle, käme ich nicht weg. Und das Interessante ist, selbst wenn Menschen mit Behinderungen dann die seltene Gelegenheit bekommen, in den Medien sich zu äußern und Aussagen treffen wie, ich leide nicht, steht trotzdem in der Bild und der Schrift, Peter Radke leidet an Glasgow. Und das ist natürlich die Frage, wie kann sowas passieren? Wenn sogar die Überschrift, das ist ja ein totaler Widerspruch. Und das liegt daran, dass meistens in Medienbetrieben derjenige, der die Bildunterschrift macht, nicht der gleiche ist, der die Überschrift macht. Sondern das ist dann entweder ein Bilduntertitel-Texter oder ein Praktikant im schlimmsten Fall. Und es findet also bei der Produktion eines Mediums oder eines Inhalts in einem Medium, läuft es durch total viele Hände. Und da, glaube ich, ist eine Sensibilisierung, und das ist jedenfalls meine Mission hier, unglaublich wichtig. Denn was ich vermeiden möchte, ist, dass wir über Menschen mit Behinderung sprechen, als wären sie Tiere. Behinderter Doppelpunkt, ich habe den Bundespräsidenten gewählt. Ersetzen Sie mal das Wort Behinderter durch das Wort Blonder oder Dicker oder Schuhgröße 50 Träger. Ja, das sind alles Annahmen, die ein Nichtbehinderter wahrscheinlich getroffen hat, dass Daniel Thehmann mit seinen 39 Jahren nur behindert ist. Dass er zufällig Mitglied der SPD ist und einer von den 1000 Wahlmännern ist, die den Bundespräsidenten Joachim Gauck mitwählen durften, fällt er völlig runter. Und in dem kompletten Fließtext unter dem Bild wird nur über ihn geredet und nie mit ihm. Und das ist ganz typisch. Im Übrigen ist es auch typisch, dass Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, Trisomie 21, Down-Syndrom, dass sie medial immer geduzt werden, egal wie alt sie sind. Und ich glaube, das ist etwas, was natürlich diese Menschen dann auch, wenn sie die ganze Zeit so aufwachsen, sich selber klein fühlen lässt in ihrem Selbstwert, also Identität wieder hier die Frage, aber eben auch, dass sie völlig unterschätzt werden in ihren Potenzialen. Und auch als Kunden, als Konsumenten, als Rezipienten von Medien und Marken und Botschaften.
Und dafür bin ich hierher gekommen, um einfach mal so ein bisschen vielleicht auch das Bild gerade zu rücken. Das Interessante ist, es gab mal im ZDF eine Doku, die hieß Ziemlich starke Frauen. Und auch hier sieht man, dass die Bild-Textschere extrem groß ist. Weil das Bild, das eigentlich gezeigt werden sollte, ist das hier. Und das sind nämlich die Protagonisten der ZDF-Doku von Ziemlich starken Frauen, die natürlich ganz anders aussehen als die beiden. Und das ist etwas, wo ich glaube, es einfach wichtig ist, dass wir Menschen mit Behinderung so sehen und auch abbilden, wie sie in der Realität sind und nicht bei Getty Images nach zwei Rollstuhlfahrern suchen. Weil bei Getty Images ist es nämlich so, dass man meistens nicht behinderte Menschen in einen AOK-Rollstuhl gesetzt hat, wo jeder Betroffene sagen würde, verdammt, der Rollstuhl ist überhaupt nicht angepasst, ich identifiziere mich mit dem überhaupt nicht. Das Bild ist eigentlich nur für Nichtbehinderte gemacht. Weil Betroffene selber immer sofort erkennen, da stimmt das nicht. Alle Kinofilme, die ich kenne, Ziemlich beste Freunde, Avatar, Renn, wenn du kannst, alle Kinofilme zum Thema Menschen mit Behinderung wurden von Nichtbehinderten gespielt. Figuren im Film wurden von Nichtbehinderten gespielt. Und das ist eigentlich nichts anderes, und jetzt bin ich mal hart, als Blackfacing. Wo man früher weiße Menschen als schwarz angemalt hat. Und das wird gerade in Bezug auf Menschen mit Behinderung genauso gemacht. Und das andere, was es natürlich auch gibt, sehr stark, ist, dass wenn wir Behinderung als Thema einsetzen in der Werbung, dann spielen wir über Mitleid. Ja? Das war die Christoph-für-Blind-Mission in einer Kampagne, wo die Augen Geldschlitze waren und man Augenlicht spenden sollte. Also die Message ist sehr stark, keine Frage. Aber ich glaube, da überwog die Stärke über dem Inhalt oder über der Message. Und das Bild hat in mir, als ich das in einem U-Bahnhof gesehen habe vor ein paar Jahren, ein totales Unwohlsein ausgelöst. Ich weiß auch gar nicht, ob die Kampagne gut konvertierte, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist ein Extrem, das wir in den Medien vorfinden. Das andere Extrem, ich weiß nicht, ob der Sound hier angeschlossen ist, wir probieren es mal aus. Das andere Extrem ist das hier. Sind praktisch die sogenannten, nennt man medienwissenschaftlich wirklich auch so, die sogenannten Superkrüppel. Also es gibt das eine Extrem, das Sorgenkind, das war das, was wir davor gesehen haben, Augenlicht spenden, und jetzt eben den Superkrüppels oder Superkrüppel oder Superhumans, wie sie Channel 4 genannt hat, also diese Helden. Und das Fatale ist, glaube ich, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Und natürlich ist diese Mitte vielleicht medial auf den ersten Blick noch nicht ganz so spannend und interessant. Aber ich glaube, da wird ein unglaubliches Potenzial unterschätzt. Und ich bringe gleich mal ein paar Beispiele. Weil wenn ich zum Beispiel als rollstuhlfahrender Mensch unterwegs bin, dann stören mich bestimmte... also ich bin der unglaublich unsportlichste Mensch, den ich persönlich selber kenne. Nicht aufgrund meiner Behinderung, sondern einfach aufgrund meines Charakters. So. Und Menschen mit Behinderung wollen auch nicht alle Sport machen. Und
Sport ist auch nicht etwas, wie soll ich sagen, dass ein Mensch mit Behinderung seine Behinderung überwinden lässt oder tapfer das Schicksal dadurch meistert und endlich wieder Akzeptanz in der Gesellschaft findet. Sondern wenn Menschen mit Behinderung Sport machen, dann tun sie es aus dem gleichen Ehrgeiz wie nicht behinderte Menschen auch, nämlich weil sie gerne Wettkampf haben, weil sie sich gerne mit anderen vergleichen und so weiter. Aber es geht nicht darum, dass sie gesund werden wollen, oder selten. Auch wenn Sport natürlich eine unglaublich hohe rehabilitatorische Funktion hat, aber es ist utopisch, wenn ich bei den Paralympics mich anmelden würde, weil ich kann einfach gar keine Sportart mitmachen. Das ist einfach viel zu körperlich. Und Schach, da bin ich auch zu dumm für. Das heißt, es gibt ein unglaubliches Potenzial, aber an anderen Geschichten. Nämlich, ich stehe zum Beispiel hier. Oder ein Buch zu schreiben. Oder in Unternehmen zu arbeiten, die ja auch spannend sein können. Und nicht jeder eben paralympischer Held werden muss. Was sowieso nur 0,01% aller Menschen mit Behinderung überhaupt paralympisch unterwegs sind. Und wenn ich also in meinem Rollstuhl unterwegs bin, dann beobachte ich ganz andere Geschichten in meinem Alltag. Natürlich stoße ich auf Treppen und Stufen, hatte ich ja schon erwähnt mit der Wheelmap. Aber zum Beispiel habe ich auch gelernt, nach Hilfe zu bitten und um Hilfe zu fragen. Ich glaube, ich kann das inzwischen besser als andere Menschen, einfach aufgrund der Notwendigkeit und der Übung. Es gibt aber Situationen, wo ich das zum Beispiel gar nicht möchte, nämlich am Bankautomat. Ich habe diesen Vortrag mal bei einer Bank gehalten und die sind völlig vom Glauben abgefallen, dass ich mindestens 100 Leute kenne, die meine PIN kennen. Weil ich komme da ja gar nicht an den Touchscreen ran. Und dieses Zahlenzifferblatt kann ich gerade noch erreichen, aber da dieser Touchscreen, das geht gar nicht mehr. Und das heißt, ich habe Menschen dann meine PIN verraten und die habe ich danach auch alle getötet, habe ich da der Bank versichert. Aber es ist natürlich, das ist meine Realität. Ja, und darüber hat, glaube ich, selten eine Bank nachgedacht. Ich will aber auch nicht jammern, weil im Rollstuhl zu sitzen, in bestimmten Situationen, auch manchmal, sagen wir mal, andere Blickwinkel erlaubt. Ja? Und ich sehe auch Männer hintern und ich glaube, kann da auch schon ein bisschen bestimmte Qualitätskriterien ableiten. Das Leben im Rollstuhl ist halt nicht immer nur Scheiße. Und es hat einfach auch mal wirklich ironische Momente. Gestern habe ich ein Selfie gepostet aus einem Bus, Berliner Verkehrsbus, wo sich eine ältere Dame an meinem Rollstuhl abstützte. Aber so einfach, als ob ich so ein Griff im Bus wäre. Ja? Und dieses Bild habe ich gepostet auf Facebook, wo ich geschrieben habe, dieser Moment, wenn sich fremde Menschen an einem festhalten, weil sie glauben, du bist der Bus oder so. Und es hat irgendwie fast 300 Likes generiert. Also ich glaube, das ist ja nicht nur schlimm, sondern es kann auch andere Perspektiven einfach ermöglichen. Und eine richtig andere Perspektive habe ich selber erst gelernt, nämlich wenn man in der Soziologie und in der Sozialwissenschaft mal nach dem Behinderungsbegriff forscht, dann stößt man relativ schnell auf die Definition, dass es gar nicht diese Unterscheidung geben sollte zwischen behindert und nicht behindert, sondern eher zwischen behindert und zeitweise nicht behindert. Weil wir sowohl als Kinder einen Vormund haben, ja, die Kinder, Erwachsene für uns Dinge entscheiden, wir an Dinge nicht rankommen, wir sie noch nicht verstehen, vielleicht auch zu schwach sind. Und als ältere Menschen, wenn wir anfangen, einen Rollator oder eine Gehhilfe oder eine Brille zu benutzen, dann auch letztendlich wieder körperlich abbauen und vielleicht dann dadurch eine Behinderung erwerben. Das heißt, sagen wir mal, zwischen 15 und 55 gibt es vielleicht eine Spanne, wo wir relativ nicht behindert sind. Wenn wir aber das Thema Behinderung so denken, dass jeder von uns früher oder später eine haben wird, dann betrifft es auf einmal uns alle. Und dann ist die Frage, ob wir dann wirklich noch so gesehen werden wollen, wie die Medien uns aktuell abbilden. Und das ist auch ein interessanter Markt, weil wussten Sie zum Beispiel, dass inzwischen dreimal mehr Rollatoren als Kinderfahrräder verkauft werden? Inzwischen gibt es die Rollatoren bei Lidl für 90 Euro. Früher gab es sie nur im Sanitätshaus. Also da findet gerade ein unglaublicher demografischer Wandel statt. Und Behinderung, wie in skandinavischen Ländern inzwischen überlegt wird, tritt erst dann ein, wenn ich eine zweit- oder drittchronische Erkrankung habe. Einfach aufgrund des demografischen Wandels. Also es reicht nicht mehr, eine zu haben, um Mitglied zu werden, so ungefähr. sondern es ist eine
wie soll ich mal sagen, dieser Begriff wandelt sich. Und ich glaube, dass wir in Deutschland an dem Punkt sind, dass Markenverantwortliche, Produktverantwortliche sich bei Weitem noch nicht so viel trauen, wie Konsumenten aber akzeptieren würden. Ich habe das selber erlebt in meinem eigenen, in meiner eigenen Karriere als Programmverantwortlicher bei der ARD. Die Leute hatten alle Angst, über das Thema Behinderung on air zu reden oder was zu machen. Aber das Publikum hat es total dankend aufgenommen, weil sie endlich einen Diskurs führen konnten zu dem Thema. Und der Kinofilm Ziemlich beste Freunde war 2012 der erfolgreichste Kinofilm in diesem Jahr gewesen. Das heißt, es scheint da ja irgendwie auch eine Akzeptanz im Publikum zu geben, die größer ist, als Senator Filmverleih damals geglaubt hat. Also obwohl sie den Film eingekauft haben, aber die sind total überrannt worden von diesem Erfolg. Und wenn wir über Menschen mit Behinderung sprechen und deren Produkte und dann letztendlich mal sich angucken, was auf Google so beworben wird, wenn ich Affiliate-Marketing machen würde oder so, dann kriege ich immer Rollstühle, Katheter oder sonstige Rehabilitationsprodukte. Ja? Dass es aber auch richtig geile Produkte gibt, wie zum Beispiel für Menschen mit Querschnittlähmung Hilfen, um mit seinem Partner oder Partnerin vernünftigen Sex zu haben, fällt dann manchmal so ein bisschen unter. Das nennt sich übrigens Intimate Rider, habe ich auch neulich erst entdeckt. Aber es scheint ja spannende Produkte in diesem Markt zu geben. Und ein anderes Phänomen ist, dass Produkte bzw. Magazine, Zeitschriften über Menschen mit Behinderung dann so merkwürdige Titel haben, wie Handicap. Ja, und dann sieht man irgendwie relativ utopische Motive, Rollstuhlfahrer auf dem Bauernhof mit einem Pferd, gibt es sicherlich vereinzelt, ich will das gar nicht abwerten, aber es ist nicht wirklich der Mainstream. Und es ist auch nicht wirklich das, womit ich mich als Rollstuhlfahrer identifiziere. Und wenn eine Zeitschrift Handicap heißt, dann ist es auch immer gleich so, ja, du bist halt in der Schublade. Und in diesen Produkten, in diesen Zeitschriften werden nur Rehabilitationsprodukte. Ich würde unheimlich gerne mal sehen, dass Coca-Cola da drin werben würde oder Bionade, völlig fachfremd, ja. Einfach, weil das ja auch eine Wertschätzung dieser Zielgruppe wäre, als immer nur mit Kathetern und Rollstühlen konfrontiert zu werden, wenn ich sowieso schon einen Rollstuhl habe. Also das ist irgendwie, ich glaube, da gibt es noch viel zu wenig Durchlässigkeit. Im Internet formieren sich aber inzwischen ganz interessante Gegencommunities, wie zum Beispiel der Mad Spaz Club aus den USA, relativ groß und erfolgreich, wo Menschen mit Behinderung dann eher anfangen, so keine Ahnung, Erotikbilder von anderen Menschen mit Behinderung zu posten oder eine Dating-Community aufzumachen, sich Tipps und Tricks geben, wie sie ihren Rollstuhl hacken und irgendwie den Drosselchip aus dem E-Rolli ausbauen und so. Diese Menschen sind genauso Nerds und Tuner wie nicht behinderte Menschen auch das sind. Und ehrlich gesagt, ich glaube gar nicht, wie viele Neider ich habe, dass ich mein Smartphone an meinem E-Rolli aufladen kann. Und das ist unglaublich geil. Ich bin auch ein fahrender Hotspot. Aber nochmal zurück zum Wissenschaftlichen. Im 19. Jahrhundert war es so, dass Menschen mit Behinderung, wenn sie auftauchten, dann oft in so Wanderzirkus oder sogenannten Freakshows, wo dann der kleinste Mann der Welt gezeigt wurde oder der haarigste Mann der Welt und so. Und medienwissenschaftlich sagt man, dass letztendlich diese ganzen RTL 2 und RTL-Geschichten wie das Jenke-Experiment oder RTL Reset, zurück ins Leben, wo dann Menschen gezeigt wird, wie sie wieder laufen lernen können und so weiter, oder Menschen vorgeführt werden mit ihrer Behinderung, der Baummensch, gibt es dann auch irgendwie auf RTL 2, wo dann super dramatisch Geschichten erzählt werden, also vom Handwerk hochprofessionell produziert, irgendwie super musikalisch, alles mit weich gezeichnet und so, aber vom Wert und vom Inhalt und von der Message her eigentlich nur die Freakshow im Wohnzimmer des Zuschauers sind. Es hat sich nichts weiterentwickelt. Wenn man sich aber mal YouTube anguckt und was im Internet so passiert, ja, und das sind so Freakshow-Motive, die es damals eben so gab. Es gab bis Mitte der 90er noch in Süddeutschland einen Zirkus, einen Park, Vergnügungspark, wo kleinwüchsige Menschen lebten. Rainer Brüderle hat 95 da noch eine Urkunde ausgehändigt. Das muss man sich mal vorstellen, ja, für den irgendwie am längsten dort arbeitenden Kleinwüchsigen. Und es war so ein Dorf, das man als Großwüchsiger sich angucken konnte. Ja, das ist völlig abgefahren, wie so ein Zoo.
Wenn man sich aber mal im Internet anguckt und auf YouTube, wie sich auch diese Rolle und die Selbstwahrnehmung von Menschen mit Behinderung geändert hat, dann trifft man zum Beispiel auf Charaktere wie die Dame Amputee OT heißt die, die angefangen hat, und die hat Millionen YouTube-Klicks, also wirklich nicht zu unterschätzen, die angefangen hat, sich aus Legosteinen eine Prothese zu bauen. Einfach, weil es geht. Ja? Because she can. Und das ist, glaube ich, so für mich durch das Internet vor allem auch ausgelöst, die neue Möglichkeit von Menschen mit Behinderung, sich selbst Ausdruck zu verleihen. Und gerade im Internet hat sich eine große Community herauskristallisiert, die möchte, dass dieses Logo, dieses offizielle Behindertenlogo, modernisiert und reformiert wird, nämlich von dem passiven Bild hin zum aktiven Bild. Also, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt ihren Alltag gestalten wollen und das Ganze letztendlich auch symbolisieren soll, dass sie für sich selber entscheiden können und nicht immer Hilfe brauchen. Und wenn sie Hilfe brauchen, werden sie es schon melden, beziehungsweise wir sollten eher daran arbeiten, die Gesellschaft zu verändern und diese Menschen auch als würdige, ästhetische, wie auch immer, Kunden zu betrachten und auch Rezipienten, als immer nur als die Passiven, die leiden. Und ich finde, dieses Bild, dieser Wandel symbolisiert das ganz schön. In den USA, muss man ganz klar sagen, sind wir ungefähr, ja, sagen wir mal, 10, 15 Jahre weiter als in Deutschland. In den USA ist es zum Beispiel so, dass in Washington bereits 50% aller Taxis barrierefrei sein müssen. In Deutschland gibt es deutschlandweit noch 170 Taxis mit Rampen. Also einfach nur mal, um dieses Verhältnis aufzumachen. Und dieses Logo kommt auch aus den USA und diese Bewegung. Interessant ist, dass inzwischen einige Marken anfangen, dieses Phänomen aufzugreifen. Dass es da irgendwie moderne Menschen mit Behinderungen gibt, mit denen man genauso modern und ästhetisch werben kann, ohne dass man gleich Gefahr läuft, irgendwie seine nicht behinderten Kunden zu verprellen. Sondern sie tragen ja auch, jeder trägt ja auch eine Geschichte mit sich. Und so ist es zum Beispiel Amy Mullins, die für L'Oreal Model ist, wo man hier natürlich kritisch die Frage stellen kann, Amy Mullins fehlen beide Unterschenkel, das sind also Prothesen hier beide. Und man sieht es hier halt auf dem Bild nicht, aber es gibt andere Motive, auch Werbespots mit ihr, wo man das halt sieht, dass sie diese Cheetah-Prothesen trägt, die ja auch paralympische Läufer, die aussehen wie Kängurubeine, trägt. Und dass sie letztendlich als Model einfach engagiert wurde für L'Oreal. Sie selber sagt sogar auf einem TED-Talk in Sydney damals, dass sie sogar dadurch, dass sie eben beide Unterschenkel nicht hat, ihre Körpergröße variieren kann. Und dass all ihre Freundinnen das total beneiden. Ja? Oder sie hat Prothesen aus Glas. Das heißt, aus der Entfernung denkt man, sie schwebt. Sie hat Prothesen mit LED-Lampen dran, das heißt, sie läuft mit Scheinwerfern. Und ich glaube, man kann also aus Behinderung auch komplett neue Dinge kreieren und nicht immer nur versuchen, den Menschen der Normalität wieder anzupassen und vielleicht auch Dinge zu erweitern. Und wer es am besten trifft, ist in meinen Augen, und ich finde es immer schwierig, diese Marke herzuhalten, weil sie immer herhalten muss, aber wer es am besten trifft, ist Apple. Die Einbeziehung von Menschen mit Behinderung in deren Produkte. Ich habe meinen Spot mitgebracht. Oh, when you smiling, when you smiling, the whole world smiles with you, baby, never. Yes, when you laughing, ba-ba-ba-ba-ba, when you laughing. Yes, the sun comes shining through. But when you crying, you bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy.
smiling. Keep on smiling, baby. And I hope it's mine. Kam rüber, oder? Die letzte Geschichte sind letztendlich zwei Gehörlose, oder einer von den beiden wird wahrscheinlich gehörlos sein, und die benutzen FaceTime, genauso wie der Soldat, genauso wie die Großeltern, genauso selbstbestimmt und auch genauso eingebettet in eine Gesamtgeschichte, nämlich diesen Werbespot für Apple, ohne dass es gleich, es hat einen unglaublich emotionalen Aspekt, aber es hat der Soldat irgendwie auch. Und es basiert aber nicht ausschließlich darauf, so wie diese Christopher-Blinden-Mission-Kampagne. Und das Interessante ist, dass dieses Zeichen, das der Mann am Ende macht, heißt in Gebärdensprache I love you, nämlich I love you. Und das ist zum Beispiel innerhalb der Menschen mit oder Gehörlosen-Community weltweit das Zeichen für ich liebe dich. Und Apple macht genau das Gleiche auch mit Siri, wo sie einen Werbespot zeigen, wo sie Siri präsentieren, einen Jogger, der irgendwie durch den Park joggt und dann sich den nächsten Track wünscht. Und am Ende eben eine blinde Frau, die eine SMS diktiert mit Siri. Und ich finde das total gut, weil sie dadurch das eben total gleichberechtigt abbilden. Und Tim Cook hat im März gesagt, when we work on making our devices accessible by the blind, I don't consider the bloody ROI. Und das hat er auf einer Telefonkonferenz mit seinen Aktionären gesagt. Und jetzt mit dem aktuellen iOS 8, was ja demnächst rauskommen soll, geht man wieder davon aus, dass Apple mit seinen Geräten das barrierefreiste Produkt ever, das je erfunden wurde von einem Computer-Manufacturer, auf den Markt bringt. Weil zum Beispiel Siri auch funktioniert, ohne den Knopf zu drücken. Es gibt Menschen ohne motorische Fähigkeiten. Und wenn jetzt plötzlich das Telefon darauf reagiert, dass ich okay Siri sage, dann eröffnen mich ja komplett neue Möglichkeiten. Und das Spannende ist, dass diese Geräte von Apple, die kosten nur einen Bruchteil von diesen ganzen Rehabilitationsprodukten, die 10-mal schlechter sind als das, was Siri kann. Und die Richtlinien für Apps, die man in einem App Store einreicht, was barrierefrei angeht, die suchen seinesgleichen. Also das ist nicht mehr so leicht, in den App Store zu kommen, wenn man nicht barrierefrei ist. Und das finde ich unglaublich spannend. Und ich glaube, dass dahin die Reise auch geht. Also Google und Microsoft müssen dem jetzt irgendwie nacheifern, weil alle Menschen mit Behinderung gerade anfangen, Apple-Devices zu kaufen. Und das ist einfach bei 10% Menschen mit Behinderung in einer Gesellschaft irgendwann weltweit ein relativ großer Markt. Vor allem, wenn die Community untereinander sich die Produkte empfehlen. Und ich frage mich bis heute, warum die Telekom oder die O2 oder Vodafone bis heute noch kein SMS-Flat-Tarif ausschließlich für Gehörlose anbieten. Meinetwegen zu 10% rabattierten Preis. Die müssen nicht mehr ihr Produkt ändern. Das ist einfach aus dem Standard-Bouquet 10% subventioniert, kriegen sie wahrscheinlich vom Staat irgendwann wieder, wo dann sie die Community einfach mal ernst nehmen würden und denen dann wiederum präsentieren, pass auf, wir nehmen euch ernst, und die untereinander dann anfangen, das Produkt weiterzuempfehlen. Und ich glaube, das kann man genauso mit Automobil machen, das kann man genauso mit Dating-Plattformen machen und so weiter. Ein anderes Beispiel ist Mario Galla, auch Topmodel, wo man lange Zeit nicht wusste, dass ihm ein Unterschenkel fehlt, bis er dann irgendwann offen darüber sprach, weil er hat immer mit langen Hosen halt gemodelt. Und hier ist einer der ersten Spots, wo er dann auch, oder Plakate, wo er auch dazu steht. Und das ist sogar fachfremd. Also er wirbt jetzt nicht für Mensch mit Behinderung, sondern er wirbt für Peter. Und das ist eigentlich so die Königsklasse, auf die ich gerne Sie begleiten möchte, sage ich mal, als Strategen. Weil wir auch mit unseren Ideen und Projekten inzwischen immer mehr in die Richtung gehen, dass wir Unternehmen beraten. Zuletzt haben wir Immobilien-Scout zum Beispiel beraten, dass sie den Filter stufenloser Zugang zu einer Wohnung aufnehmen. Davor hatten wir nämlich das Feld barrierefreie Wohnung. Aber da haben die Makler immer gedacht, naja, das ist halt Senioren.
Ja? Aber wenn man Menschen mit Behinderung wohnt, also wir haben mit Fokusgruppen auf Immobilien-Scout Wohnungen suchen lassen, die barrierefrei sind. Und die haben immer Wohnungen gefunden in Seniorenlagen. Und die Menschen mit Behinderung wollten es aber nicht. Die wollten eine WG gründen, die wollten vielleicht auch alleine wohnen in Mitte und nicht in Spandau, in Berlin. Und dann haben wir also mit der Fokusgruppe gemeinsam das Kriterium stufenloser Zugang entwickelt, weil das ist nämlich das, was alle Gebäude benötigen, wenn sie vor allem für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sinnvoll sein sollen, weil ein Blinder findet sich auch im vierten Stock zurecht und ein Gehörloser auch. Aber bauliche Barrieren sind meistens für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und wie sie dann ihre Wohnung innen gestalten, bleibt oft denen selbst überlassen. Das heißt, da gibt es dann auch Fördermaßnahmen und so weiter und dann mache ich mir halt die Tür breiter oder eine niedrigere Küche, aber wichtig ist, dass ich überhaupt erstmal reinkomme. Und wie oft standen Menschen mit Behinderung vor Wohnungen, die entweder nur für Rentner waren oder wo dann steht, ja, dann tragen wir sie halt jeden Morgen hoch. Nee, eben nicht. Weil das ist nicht selbstbestimmt und wird am Ende auch wahrscheinlich nicht Alltag sein. Und das ist letztendlich das, was wir mit Unternehmen eben auch entwickeln und erarbeiten, bis hin zu Versicherungsgruppen, die wir beraten über Produkte und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung, die eigentlich, wir nennen es Disability Mainstreaming, also Mainstream-Produkte für das Thema Behinderung zu öffnen, so wie es Apple, L'Oreal oder eben auch Peter tun. Und letztendlich geht es dann auch hier, das ist dann so das krönende Ende meiner Präsentation, bei Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung vor allem um die gemeinsame Leidenschaft. Und der Werbespot von Budweiser, finde ich, ist jetzt ein relativ neuer und auch einer, der es am besten symbolisiert, dass hier offensichtlich deutscher Basketball gespielt wird und als das Spiel dann vorbei ist, ich will nicht spoilern. Dedication. Loyalty. You're getting better at this, yeah. Next week, buddy. Friendship. Genau. Also, einige stehen auf, einer bleibt sitzen. Und letztendlich geht es letztendlich um mehr als um Rehabilitation, sondern es geht um Freundschaft und gemeinsame Interessen, Hobbys, Leidenschaften. Und das, finde ich, verkörpert dieser Werbespot am besten. Vielen Dank. Ihr könnt euch auch die Slides auf sozialhelden.de übrigens downloaden, wenn euch das nochmal interessiert. Und da gibt es auch nochmal eine Möglichkeit, sich für eine gute Sache zu engagieren. Insofern vielen Dank. Wenn es noch Fragen gibt, ist jetzt eigentlich die Gelegenheit. Gibt es denn was? Ja. Vielen Dank, Raul. Ganz wunderbar. Ich bin in der Bewegungsstiftung und darüber sind wir mit Verrückt feiern und Behindert und Verrückt feiern verbunden. Ja. Ich habe einen Aktivisten bei dir gesehen in den Slides. Wie würde gerne hören, wie du dazu stehst. Das ist ja das, was wir eigentlich im Mainstream am meisten noch mitbekommen von einer positiven Bewegung, die versucht umzudeuten, umzukodieren. Ja. Das würde mich interessieren. Also du meinst die Pride Parade, ne? Du meinst die Pride Parade, genau. Also es gibt einmal im Jahr die sogenannte Pride Parade. Wo ich auch im Mitorganisationskomitee dabei bin. Und ich finde die großartig. Das ist so eine Art Love Parade eben von Menschen, die anders sind, also von körperlichen Behinderungen bis hin vielleicht auch psychischen Einschränkungen. Deswegen heißt es auch Behindert und Verrückt feiern. Und auf den Flyern letztes Jahr stand, das Pflegepersonal kann Feierabend machen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das neue Selbstverständnis, weil in der kompletten Sozialgesetzgebung in Deutschland, in der kompletten Rechtsprechung in Deutschland wird immer noch von Fürsorge gesprochen bei Menschen mit Behinderung und alles ist auch darauf ausgelegt, aber dass Menschen mit Behinderung individuelle Wesen sind und Individuen sind, die auch selbstbestimmt entscheiden wollen und nicht Pfleger haben, sondern Assistenten, die ihnen in ihrem Alltag helfen, ist letztendlich eine Umdeutung, die erst seit ungefähr, ja, sagen wir mal,
in der Öffentlichkeit seit 10 Jahren wirklich sichtbar geworden ist. Also ich merke das an meinem eigenen Umfeld, dass ich habe jetzt ungefähr seit 8 Jahren Assistenten, dass mein Freundeskreis das inzwischen gelernt hat und auch Leute, die ich zum ersten Mal treffe, inzwischen schon mal was davon gehört haben, unter anderem durch den Film Ziemlich beste Freunde. Davor war es halt immer der Zibi oder die Krankenschwester, die sich um mich angeblich gekümmert haben. Gekümmert ist auch so ein spannendes Phänomen. Krankenkassen betrachten mich heute noch als Versorger, was ich auch ein sehr schwieriges Verhältnis finde, weil es geht nicht um Versorgen, sondern es geht um Begleiten, Assistieren und ich als Kunde letztendlich genauso ein Wahlrecht haben möchte über ein besseres Produkt wie, keine Ahnung, bei meinem Stromanbieter oder Telefon. Und ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden. Also insofern begrüße ich solche Aktionen total. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann würde ich sagen, schließen wir den Teil an der Stelle. Also gerne, wie gesagt, ne, jederzeit Fragen, raul@sozialhelden.de und ja. Okay. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Raul. Ganz toll.